Und als die Sache noch nicht in... sie waren schon drinnen in Österreich, aber sie waren noch nicht ganz drinnen in Wien. Da waren, da hat man, da sind die Leute, die SS-Leute, SA-Leute sind herumgegangen, haben Propaganda gemacht auf den Straßen, die haben dann auch Propaganda gemacht. Und am Ende war das ein Freitag. An dem Freitag sollte der Oberrabbiner aus Wien, Dr. Israel Taglich, eine Rede sprechen in der Seitenstättengasse, weil der Taglich war meistens in der Tempelgasse, das war sein Tempel, wo er war. Dann hat er einmal gesprochen in der Tempelgasse, auf das zweite war auf der Seitenstättengasse. Einmal da, einmal dort. Und dann, da sollte er in der Seitenstättengasse sein. Und ich habe meinem Bruder gesagt, dass wir gehen dorthin beten und hören, was da los sei. Bin von der großen Fahrgasse auf die Taberstraße herausgekommen, war eine große Demonstration. Auf der linken Seite, zur Seite zur Donau, sind die Nazis gegangen, auf der rechten Seite die Christlich-Sozialen und auch die Sozialisten zusammen, weil der Schuschnigg hat ihnen die Möglichkeit gegeben, zusammen zu demonstrieren. Ja. Auf der linken Seite hat man geschrien, wann's Judenblut vom Messer spritzt und verschiedene solche Lieder und so weiter. Auf der rechten Seite hat man denen wiederholt und so weiter. Auf beiden Seiten ist die Polizei gegangen, damit die Leute sich nicht zusammenstoßen können. Vor dem Barmherzigen Brüder ist eine Frau auf die Straße gelaufen, hat sich dort niedergekniet. Und hat begonnen dort zu beten, lieber Hitler und Gott, gib uns unser tägliches Brot und nicht Kartoffeln mit Hering, sondern was Hitler frisst mit Gering. Und darauf hat dort begonnen eine große Schlägerei. Bin mit meinem Bruder weitergegangen in die Seitenstättengasse. Kam in die Seitenstättengasse, das Gebet hat begonnen. Nach einer kurzen Zeit vom Gebet ist ein Mann zum Oberrabbiner raufgegangen. Ich weiß nicht, was er mit dem gesprochen hat. Und der Oberrabbiner mit diesem Mann sind zum Kantor gegangen. Man hat aufgehört das Gebet. Und der Mann kam nachher zur Ampel und sagt, jetzt sind große Unruhen in Wien. Man bricht ein die Geschäfte von den Juden und so weiter und so weiter. Wir sollen in kleine Gruppen rausgehen und nach Hause gehen. Kam raus, kam in die roten Turmstraßen, habe ich sofort gesehen, auf allen Häusern die Hakenkreuzfahne. Auf allen Häusern die Hakenkreuzfahne. Alle Wachmänner haben hier die getragen mit dem Hakenkreuz. Und habe gesehen, ein kleiner Lastwagen ist gestanden und man hat das Schuhgeschäft, es war zerbrochen, die Schuhe hat man rausgenommen. Man hat ganz einfach geplündert.